Hi zusammen und ganz herzlich willkommen zum letzten Video in 2019. Ich nutze gleich die Gelegenheit am Anfang dieses Videos und wünsche euch allen schon mal einen guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr. Ich vergesse das am Ende des Videos bestimmt vor lauter Aufregung, denn heute sind Teil 1 der Jahresfavoriten dran. Und zwar gibt es heute die dekorative Kosmetik und im nächsten Video, das dann am Freitag folgen wird, geht es um meine Pflegefavoriten. Ich fand super lustig, ehrlich gesagt, meine ganzen Videos übers Jahr hinweg nochmal durchzugucken, beziehungsweise meine Aufschriften, die ich dazu hatte, nochmal zu überlegen, so, was im Nachhinein hat dir wirklich gut gefallen, was wolltest du nicht mehr missen und was waren die Entdeckungen für dich 2019? Ich meine, ich lade ja jeden Monat ein Monatsfavoritenvideo hoch, aber nichtsdestotrotz sind es ja Sachen, wo ich jetzt immer sagen würde, wow, das bleibt jetzt für immer bei mir. Und es sind solche Produkte hier heute dabei. Falls ihr euch wundert, warum ein paar von meinen absoluten Favorites wie der Becca Under Eye Brightening Corrector oder so nicht dabei sind, die hatte ich bereits eigentlich 2018 entdeckt. Also vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch bei meinem alten Jahresfavoriten von 2018 eben vorbeigucken und euch da Produkte anschauen. Genau, weil da finde ich viele nach wie vor auch noch gut und benutze ich sie immer noch. Nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt meine Neuentdeckungen von 2019. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht mehr alle Produkte wirklich vorrätig habe. Ich werde euch dann ein Bild einblenden, weil manche Sachen sind einfach auch schon leer und ich kaufe, obwohl das Favoriten sind, die nicht immer gleich direkt nach, weil wenn ich noch 5 Concealer vorrat habe, warum soll ich dann den gleich wieder nachkaufen? Also, versteht ihr, wie ich meine? Ihr könnt mir trotzdem glauben, dass ich sie hatte und dass ich drüber reden kann. Und ich würde sagen, wir gehen in der Reihenfolge vor, wie ich chronologisch auch mein Make-up mache und starten mit Primer und Foundations. Im Bereich der Primer habe ich 2, die ich auch gerne als Dupes zueinander sozusagen verkaufe. Das eine ist ein teures Produkt, das andere ein günstiges. Das mich 2019 wirklich am meisten begeistert hat, war tatsächlich der Photo Finish Primerizer von Smashbox. Auch wenn ich ihn nicht so viel getragen habe, ich hatte schon mal eine kleinere Größe davon. Und die hatte ich dann in einem Set Anfang letzten Jahres gekauft. Ich liebe diesen Primer. Das ist ein dünnflüssiger Primer, den ihr auf euer Gesicht auftragt, der ganz viel Feuchtigkeit spendet und eure Haut so ganz leicht klebrig zurücklässt und einfach dafür sorgt, und deswegen liebe ich ihn und deswegen mag ich auch den anderen so gern, dass das Make-up damit besser sitzt. Ich bin 2018 noch so auf dem Trip gewesen, ich brauche unbedingt einen porenverfeinenden Primer. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob das so sinnig ist, beziehungsweise ich mag das Gefühl auf der Haut nicht mehr so gerne. Und diese Glowy Primer, die sind mal schön, aber im Alltag für mich auch nicht immer praktikabel, eben weil ich eine ölige Haut habe. Und das zweite Produkt ist eigentlich sehr, sehr günstig von Essence, der You Better Work Gym Proof Primer. Ich finde, das ist ein super schönes Produkt. Es hat immer einen Lichtschutzfaktor von 20, hat so eine blaue Textur. Meine ist jetzt dann bald leer. Also ich nehme mal an, dass ihr den im nächsten Aufgebraucht-Video sehen werdet, weil ich den momentan wirklich jeden Tag benutze, weil ich auch forciere, dass er leer geht, weil ich auch einfach jetzt ein paar Produkte aufbrauchen will. Dazu seht ihr in einem der kommenden Videos noch mehr. Und ja, das sind meine beiden Lieblingsprimer für 2019. Eine Foundation möchte ich euch zeigen. Ich habe lange darüber nachgedacht, welche Foundation oder welche Foundations mich wirklich begeistert haben. Aber ich hatte im Sommer dieses Jahr eine, die ich geliebt habe, und zwar die von Art Deco. Das ist die Perfect Tint Foundation. Und jetzt muss ich euch dazu gleich was Tragisches erzählen. Ups, jetzt fällt mir hier gleich alles rum. Mein Pumpkopf ist aus irgendwelchen Gründen kaputt. Ich weiß nicht, wie das Produkt rauskommt und in welchem, keine Ahnung, manchmal, wenn ich drauf pumpe, passiert gar nichts. Jetzt seht ihr, jetzt ist das so halb ausgelaufen. Also das ist irgendwie sehr, sehr schwierig aktuell mit diesem Produkt. Ich muss mich damit nochmal in Ruhe beschäftigen, weil das ist eine großartige Foundation. Ihr seht auch ganz viele Videos tatsächlich so über den Sommer hinweg, wenn ihr nachguckt, wo ich diese Foundation drauf habe, noch im Alltag, weil sie deckt, weil sie aber nicht maskenhaft aussieht, weil sie wirklich den Teint perfektioniert, wie der Name auch sagt. Und dafür fand ich die 20 Euro wirklich sehr gut angelegt. Dann kommen wir in den Bereich der Concealer. Da muss ich euch jetzt einmal hier einen einblenden, und zwar der One Drop Coverage Concealer von Catrice. Der kam in dem Sortiments-Update von Catrice Anfang des Jahres raus und ich finde das einen super guten Concealer. Der war total, total flüssig, aber hat trotzdem so eine hohe Deckkraft. Ich konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen. Einziger Kritikpunkt, den ich daran habe, ist, die hellste Farbe ist für mich ein Tick zu dunkel und ein Tick zu gelb. Und nichtsdestotrotz finde ich das einen großartigen Concealer. Catrice macht es ja momentan auch, dass sie sehr viele Farbranges aufbauen. Von der Liquid Camouflage, von auch diesen Total Control Foundation. Nein, das ist die von NYX. Ihr wisst schon, die Pipetten Foundation von Catrice.
Und ich fand das einfach einen guten Concealer. Vor allen Dingen sah das immer super natürlich aus und nicht cakey, weil die Konsistenz so dünn war. Und das hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der hat mir auch echt lang gehalten. Jetzt habe ich hier einen, wo mir auch die kleine Größe schon leer gegangen ist, den ich mir in Groß jetzt schon nachgekauft habe. Das ist etwas von Too Faced und zwar der Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Super Coverage. Bester Concealer, den ich je benutzt habe, muss ich ehrlich sagen. Der von Catrice ist super gut und den würde ich auch fast als äquivalent dazu beschreiben. Aber wenn ich jetzt im Alltag zu einem greifen würde, auch wegen der besseren Farbe, dann würde ich auf jeden Fall den nehmen. Ich finde diesen Concealer bombastisch. Man braucht so wenig Zeit, um ihn einzuarbeiten. Er deckt so gut. Mir ist es halt auch sehr wichtig, dass man wirklich unter den Augen nicht mehr sieht, dass ich irgendwie mal Augenringe hatte. Also von daher wirklich auch eine absolute Top-Empfehlung von mir. Und ganz zum Schluss habe ich jetzt noch, um den Bereich Teint abzudecken, zwei Puder für euch. Das eine habe ich auch nicht hier, werde ich mir aber demnächst nachkaufen. Also ich drehe das Video eine Weile vor, vielleicht habt ihr es im letzten Haul auch schon gesehen. Und zwar ist es das Terra Naturi Kompaktpuder. Ich bin ja ein großer Fan von Kompaktpudern und nehme auch sehr gern das von Manhattan, habe aber für mein Fullface Drogerie Naturkosmetik das von Terra Naturi gekauft und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat wirklich schön mattiert und ist für mich dem von Manhattan ebenbürtig und dann kaufe ich auch einfach lieber die Naturkosmetik. Wirklich ein gutes Produkt. Das andere, was ich dieses Jahr sehr viel verwendet habe, ist ein Pöttchen hier von Revolution. Das ist das Lace Powder. Das sind 35 Gramm, also ich bin noch nicht mal bei der Hälfte, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt Luxury Baking Powder. Ich pudere damit aber mein ganzes Gesicht. Einziger Nachteil an diesem Produkt ist, es ist so ein Salzstreuer. Ich habe immer so eine zweite zusätzliche Pfanne, wo ich praktisch ein Teil von diesem Puder drin lager, wo ich es dann daraus auch auftrage. Ich finde es ein richtig, richtig gutes Puder. Ich bin jemand, der sehr viel pudert, weil ich es auch muss, weil ich will, dass hier unter dem Auge wirklich das Ganze gut gesettet ist, hier nichts reinkriegt und ich aber in der T-Zone und hier ölig und hier habe ich Unreinheiten. Also pudere ich eigentlich nahezu alles und mag auch, wenn das mattiert ist, löst es dann lieber eben wieder mit einem Fixing Spray auf. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Puder. Ihr kriegt sehr viel Puder für einen günstigen Preis und ich werde davon noch eine Weile was haben. Es hat mich diesen Jahr wirklich, glaube ich, die meisten Tage des Jahres begleitet. Weiter geht es im Bereich Gesicht mit Bronzer, Blush, Highlighter und Fixing Spray. Und da möchte ich euch als erstes zwei Bronzer zeigen. Den ersten, den gab es ja Ende des Jahres und Anfang diesen Jahres zu kaufen. Das war die LOV-Kollektion mit Hatice Schmidt. Ich habe mittlerweile auch die Palette. Zu der greife ich ehrlich gesagt nicht ganz so oft. Aber muss sagen, das ist wirklich ein toller, toller Bronzer. Ich finde, er kommt gerade, wenn ich ihn so im Display sehe, kommt er orange darüber, als er wirklich ist. Aber das ist für mich einer der Top-Bronzer, womit ich auch wirklich ein schön konturiertes, akzentuiertes Gesicht habe. Und der andere Bronzer, der mich dieses Jahr wirklich vom Hocker gehauen hat, und da hat sich auch mal wieder gezeigt, dass es sich lohnt, mehr Geld zu zahlen. Das finde ich übrigens nicht bei allen Produkten. Aber der kleine Bronzer von Too Faced, das ist der Chocolate Soleil Bronzer. Ich hatte den gekauft im Set mit der Better Than Sex Waterproof Mascara und muss ehrlich sagen, diese Mascara ist für mich nichts, aber ich liebe diesen Bronzer. Der ist wirklich genial. Erstmal riecht er nach Schokolade und hier läuten mal wieder die Kirchenglocken. Das ist irgendwie in der Hälfte meiner Videos irgendwie so, dass ich dann drehe, wenn die Kirchenglocken läuten. Ich weiß auch nicht warum. Und oh mein Gott, dieser Bronzer verblendet sich wie Butter. Ehrlich, also das ist wirklich so ein einfach zu handhabendes Produkt, wo ich auch wirklich sagen würde, es hat schon eine ordentliche Pigmentierung, aber es ist immer noch so, dass ich glaube, dass man als Anfänger damit klarkommen könnte, vor allen Dingen, weil man eben so wenig Verblendearbeit hat. Also wirklich ein gutes, gutes Produkt. Blush bin ich eh nicht so der wahnsinnige Mensch, dem sowas abgewinnen kann. Ich benutze ganz viel im Alltag eigentlich so eine bräunliche Farbe, so als Blush-Bronzer. Mischmasch und benutze nicht beides extra. Aber ein Blush, das mich sehr überrascht hat, war das hier von Physicians Formula. Das ist die Farbe Nude Silk. Als die ankam, dachte ich mir erstmal so, hä, ist das überhaupt eine Farbe? Versteht ihr, wie ich meine? Weil es so neutral ist. Das riecht auch nach diesem Kokosnussduft, aber ich muss ehrlich sagen, dass der mich nicht so stresst, obwohl ich bekennender Kokos nicht Fan bin. Ja, wirklich ein schönes Blush, das ich auch gerne mitnehme, weil es zu allem passt. Also egal, was ihr mit euren Augen veranstaltet, mit eurem Outfit, der Blush passt immer dazu. Einziger Nachteil ist der sperrige Verpackung. Also ganz ehrlich, da könnte sich Physicians Formula wirklich mal was anderes überlegen. Genau, jetzt kommen wir zu zwei Highlightern. Ich benutze ja sehr gerne die Becker Highlighter. Hat ihr euch Opal aber letztes Jahr schon gezeigt. Und C-Pop, den ich jetzt relativ neu habe, habe ich im Prinzip
noch zu wenig verwendet. Da bin ich ganz ehrlich dafür, da ehrlich was zu sagen. Aber zwei Highlighter, die ich dieses Jahr gerne verwendet habe, sind die beiden. Beides aus Boxen. Das ist einmal von Morphe, übrigens das einzige Morphe-Produkt, das ich besitze, der High Impact Highlighter in der Farbe Spark. Der war in der Lookfantastic Box. Und dieser Highlighter ist meiner Meinung nach, ich bin nicht so der Swatchmeister, wie man vielleicht merkt, hier ist es, ist ein Dupe zu Opal von Becker. Ich finde den wirklich sehr, sehr gut und er hält auch gut. Und diese Becker Highlighter, da muss man nicht viel machen, um ein perfektes Highlight zu haben, finde ich. Die rangieren für mich irgendwie so zwischen, zwischen subtil und mega, mega krass. Also für mich sind die zwischendrin und dementsprechend auch so, dass man sie im Alltag noch tragen kann. Und genauso ist dieser Morphe Highlighter auch. Also ich fand den wirklich gut. Das andere ist tatsächlich ein Naturkosmetikprodukt. Und zwar hatte ich das im Vegan Beauty Basket vom Juli. Kann das sein? Das ist von Woga Woga der Game of Lights Highlighter. Und zwar ist das ein lose Highlighter. Und ich dachte mir erst im Moment so, oh mein Gott, ich und lose Highlighter, ja, ich werde in einer einzigen riesigen Glitzerwolke durchs Leben gehen. Dem war nicht so, ich komme damit tatsächlich klar. Und wenn ihr auf meinen Thumbnails mal so durchguckt, so im August, habe ich ganz viel diesen Highlighter drauf und ich sehe irgendwie so gebräunt und irgendwie sonnengeküsst aus mit diesem Highlighter und es bringt mein Gesicht so zum Strahlen, dass ich mir im Nachhinein immer dachte, was habe ich genau in diesen Videos drauf? Ich schreibe es immer in die Infobox, von daher kann ich es nachvollziehen. Und es war ganz oft der hier. Der ist für unterwegs unpraktisch. Aber daheim benutze ich den sehr gerne. Und das hat mich so ein bisschen auf den Woga Woga Trip gebracht. Sorry, ich bin heute irgendwie ein bisschen in Wallung. Weil ich noch so viel drehen muss heute. Ich finde den richtig gut. Und muss auch ehrlich sagen, jetzt habe ich bei Woga Woga so ein bisschen bei Ecoverde rumgeguckt. Und habe da auch diese lose Foundation gefunden und so. Und generell spricht mich die Marke jetzt echt wirklich an. Also ja, wirklich ein gutes Produkt. Das letzte, was ich euch zeigen möchte, ist meine Fixing Spray Entdeckung des Jahres. Und zwar das Altera Fixier Spray. Wirklich ein super, super gutes Fixing Spray. Ich möchte kein Fixing Spray in einer Metalldose. Ich möchte keins, das irgendwie illuminiert, sondern ich möchte eins, das meine Texturen auf dem Gesicht verbindet. Und entweder ich benutze die von Essence, das You Better Work oder dieses Keep It Perfect. Oder ich nehme das hier. Also ich muss wirklich sagen, für Naturkosmetik ist das wirklich top. Ich habe auch von Terra Naturi und Alverde jeweils die Fixing Sprays benutzt und muss ehrlich sagen, ich kam mit dem Alkoholgehalt überhaupt nicht klar. Also ich bin so, so dankbar, dass ich das hier gefunden habe und das ist wirklich mein Everyday-Produkt. Ich glaube, das hier ist jetzt mittlerweile, heute ist wieder eine Flasche leer gegangen. Ich glaube, es ist meine dritte oder vierte Flasche mittlerweile und ja, wirklich ganz, ganz große Empfehlung. Im Bereich der Augen habe ich tatsächlich euch erstaunlich wenig zu bieten, was vor allen Dingen auch daran liegt, dass 2019 ein schreckliches Mascara-Jahr für mich war. Das Jahr, in dem alle Mascaras abstempelten. Und ich auch ehrlich sagen muss, und das ist auch was ich in Zukunft beherzigen werde, ich trage tatsächlich im Alltag keine Lidschatten, ja. Und deswegen ist es eigentlich auch nicht so gerechtfertigt, dass ich so wahnsinnig viele Lidschattenpaletten habe. Ich möchte euch jetzt nichtsdestotrotz vier Sachen so aus dem Bereich Augen zeigen, die mich dieses Jahr wirklich begeistert haben. Zum einen war 2019 das Jahr, in dem ich begann, eine Wimpernzange zu nutzen. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, was das für einen Effekt hat. Meine ist jetzt aus der Lookfantastic Box, aber ich hatte auch vorher nie eine, kann es deswegen jetzt nicht vergleichen. Aber ich denke auch mal, dass es jede normale Drogerie-Wimpernzange auch tut. Ich benutze die immer in Kombination mit meinem Wimpernprimer von Essence und muss ehrlich sagen, das ist eine Tip-Top-Kombination, mit der selbst meine Mini-Mini-Wimpern super gut zur Geltung kommen. Also ich gehöre wirklich zu den Leuten mit echt schlechtem Wimpernerbgut, aber diese Zange und der Primer plus in Kombination dann mit irgendeiner Mascara sehen meine Wimpern in der Regel wirklich voll aus und das finde ich echt gut. Eine weitere Sache, die ich euch vorstellen möchte, ist mein Augenbrauenstift, bei dem ich glaube ich jetzt hängen geblieben bin. Das ist von Essence der Superlast 24 Stunden Eyebrow Pomade Pencil. Ich liebe diesen Augenbrauenstift. Ich habe 2018 vor allen Dingen Pomade getragen und trage auch jetzt auch ab und zu ganz gern mal ein Gel, aber ich muss wirklich sagen, ich bin einfach ein Stiftmensch. Mir taugt es am besten und dieser Stift ist wirklich ergiebig, wirklich gut. Er bringt die Augenbrauen schön in Form. Ich gehöre zu den Leuten, die ja nicht so dunkle Augenbrauen eben halt haben. Und ich brauche vor allen Dingen hier vorne im Ansatz so ein bisschen Farbe, einfach, dass es nach was aussieht. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein
sehr, sehr, sehr guter Stift und ich bin kein Fan von diesen Micro-Brow-Pencils, weil ich mir einfach nicht jede Woche einen neuen Augenbrauenstift kaufen will. Das finde ich auch ökologisch nicht sinnvoll. So, im Bereich der Lidschatten möchte ich euch nur zwei Produkte zeigen. Das eine unter Vorbehalt, L'Oreal macht Tierversuche, ja, ich sag's jetzt einmal. Aber dieser Einzellidschatten aus der Oil-Serie von L'Oreal, das ist die Nummer Extraordinaire. Ich muss mal kurz gucken, welche Nummer. Habe ich nicht aufgeschrieben, blende ich euch ein. Das ist hier so ein korallfarbener Ton mit einem Goldschimmer. Und das ist wirklich der Lidschatten, den ich dieses Jahr am meisten auf den Augen getragen habe, wenn ich auch im Alltag schnell mal einen Lidschatten-Look geschminkt habe. Einfach das und dann mit dem Bronzer in der Lidfalte verblendet. Und das ist wirklich die ultimative Farbe, falls ihr blaue oder grüne Augen habt, so wie ich. Und dann eure Augen schnell betonen wollt. Das ist eine ganz tolle, samtige Textur und ja, ich bin wirklich begeistert. Die Palette, die ich euch vorstellen möchte, ich habe dieses Jahr, glaube ich, gar nicht so viele Paletten gekauft. Tatsächlich habe ich die Hatice Schmidt Palette, da muss ich aber bis heute sagen, dass ich die zu wenig verwende. Dann habe ich die das Dupe zur Huda Palette, zu dieser Rose Gold Palette von Catrice gekauft, die mir von der Qualität nicht gefällt. Und jetzt ganz zum Ende des Jahres, falls es schon online kam, die Sultry Palette von Anastasia Beverly Hills, die habe ich zu wenig verwendet. Kann ich also nichts dazu sagen. Und die Sofix Palette von Revolution habe ich schon lang, habe ich aber dieses Jahr wieder sehr gerne und sehr viel verwendet. Mein Exemplar sieht schon irgendwie ziemlich dreckig aus und ich muss ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass die Farben nicht auf so einem Sheet stehen. Aber ihr seht auch, dass die doch schon deutlich benutzt ist, diese Palette. Vor allen Dingen die Farben hier. Ich habe die auch benutzt bei meinem Herbstlook wieder. Und muss einfach sagen, die ist schön und solide. Und man kann auch einen matten, einfachen Look damit kreieren. Man kann aber auch in die warme Richtung gehen. Man kann so ein bisschen einen Pop of Color. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Lila hier noch nie benutzt. Und das Blau, ich finde immer Blau zu Blau, sieht irgendwie so ein bisschen merkwürdig aus. Aber ja, es ist wirklich eine gute Palette. Und ich finde die völlig solide, die Revolution Paletten. Und kann die euch auch bedenkenlos weiterempfehlen. Ah, die Kiso-Palette habe ich noch gekauft, aber die finde ich schön, aber die ist mir so ein bisschen zu gelbstichig. Also da finde ich die irgendwie, ja, wie sagt man so schön, ja, irgendwie umfangreicher. Also man kann damit mehr machen. Kommen wir ganz zum Schluss zu meiner Lieblingskategorie und zwar Lippenprodukte. Ich habe euch hier hauptsächlich Alltagsfarben mitgebracht und Alltagsprodukte, einfach weil sowas bei mir im Alltag die Ausnahme ist und ich euch ja ein realistisches Bild widerspiegeln möchte. Dieses Jahr hat mich wieder endgültig zurück auf den Gloss-Trip gebracht. Ich liebe Lipgloss, auch wenn es heute nicht so aussieht und mache auch super gern im Alltag einfach die Kombination Lip-Liner und dann den Gloss drüber oder auch einfach nur ein Gloss. Ich finde es richtig, richtig gut. Ich möchte euch aber jetzt als erstes mal drei solide Lippenstifte vorstellen. Und zwar einmal einen, der auch aus der Catrice Sortimentsumstellung von Anfang des Jahres stammt. Das ist aus der Power Plumping Gel Lipstick Serie, die Farbe Confidence Code 40. Und ihr seht schon, der ist richtig klein bei mir. Also für meine Verhältnisse ist da wirklich, ja, nicht mehr so viel übrig. Das ist ein schierer Lippenstift. Ich finde, der schmeckt auch ganz gut, also nicht irgendwie unangenehm. Hat so einen ganz leicht beerefarbenen Unterton, kann man aber im Alltag super schön tragen. Das nächste ist aus der This Is Me Serie von Essence. Das sind ja so matte Lippenstifte, wo es auch die passenden Nagellacke gab, je nach Hauttyp. Und ich habe mich da eben für was für helle Hauttypen entschieden und zwar eher in dem Fall so ein bisschen, ja, bräunlicheres Nude. Ich finde, es kommt im Vergleich jetzt gar nicht so schön raus, aber der ist doch deutlich pigmentierter und matter als der Catrice Lippenstift. Aber den trage ich im Alltag auch ganz viel. Dann das letzte Schätzchen ist Charlotte Tilbury. Den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so lang. Das ist der Matte Revolution Lipstick in Pillow Talk und der ist im Vergleich zu den anderen beiden ein bisschen dunkler. Irgendwie ganz merkwürdig, wie die Farben in der Kamera rauskommen im Vergleich zu in echt. Tatsächlich ist der dem Essence gar nicht so unähnlich. Aber das ist ein normaler Lippenstift, der wirklich auf der Lippe extrem gut hält und extrem matt ist. Also ich finde da die Qualität, die man merkt, schon ganz erstaunlich. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich nicht einen Lippenstift für 32 Euro kaufen. Das glaube ich auf keinen Fall. Also ihr seht, mein Farbschema ist relativ neutral und ja, das spiegelt auch das mit wieder, was ich im Alltag mache. Dann habe ich drei Gloss-Produkte für euch. Einmal was in der Lookfantastic Box war, was mich seitdem wirklich echt begleitet. Das ist der Lip Lift Max von Pixi in der Farbe Honey Sheen. Das ist sowas, was aufpolstern wirkt. Also das hat so einen Mentholanteil und ist dementsprechend auch so ein bisschen aufpolsternd. Und das ist ein Gloss, der schon schön changiert, aber eher so in die warme Richtung geht. Also der hat sowas Peachiges. Im Gegensatz dazu, anderer Highlight,
Fenty Beauty Gloss Bomb in der Farbe Fuzzy. Ich habe nur Fuzzy, ich habe mich bislang zurückgehalten, einfach weil das auch riesige Dinger sind, muss ich mir mal vorstellen. Und ich tatsächlich mittlerweile ein bisschen ein Problem im Geschmack habe. Also das riecht so unglaublich nach Süßstoff, so nach Erdbeer, Zuckerwatte, Süßduft, dass ich ehrlich sagen muss, oh, naja, manchmal packe ich es nicht. Ihr seht, der ist deutlich rosiger als der hier von Pixi, aber auch ein toller Gloss, der im Vergleich richtig wenig klebt eigentlich auch. Und das finde ich bei Glossen auch immer was, was man beachten muss. Klar, Lipgloss und offene Haare sind nach wie vor eine schlechte Kombination, aber das ist ja nichts Neues. Das letzte ist was ich auch im Sommer sehr viel benutzt habe von Clarins, das Lip Comfort Oil. Das ist eher so ein Lippenöl, das eben, eigentlich ist es schon auch ein Gloss, aber es ist so ein bisschen mehr ölig. Und eigentlich sieht es ja super pink aus, aber ich habe es euch hier hingemalt. Das ist eigentlich nur so ganz leicht eingefärbt und der hat halt keine Glitzerpartikel. Macht dementsprechend nur so eine Wet-Look-Lippe, würde ich mal sagen. Habe ich auch ganz viel getragen im Sommer und ich wollte euch einfach das zeigen, was ich am meisten benutzt habe. Und was ich auch immer wieder, wenn ich meine Schublade aufziehe, wo ich mir denke, so, ah ja, das könnte ich mal wieder nehmen. Also einfach, weil mir die Produkte sehr gut gefallen. Und das war's mit den Jahresfavoriten für dekorative Kosmetik. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr schnell geredet heute, falls dem so war. Tut es mir echt leid. Ihr könnt mich oben langsamer schalten übrigens, gell? Falls ich euch zu schnell rede. Mir wird das auch im Alltag öfter gesagt. Aber ich wollte euch jetzt in einem nicht allzu langen Video, es gibt ja immer mal wieder Beschwerden, die Videos seien zu lang, manchen sind sie zu kurz, man kann es irgendwie niemandem recht machen, wollte ich euch meine Jahresfavoriten mit auf den Weg nehmen. Ich nehme mal an, heute ist Silvester, ihr habt eigentlich noch was anderes zu tun, als mein Video zu gucken. Wobei der Abend ist immer lang, gell? Silvester ist immer das, wo der Abend sich mit am längsten zieht. Genau. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinen Jahresfavoriten. Es war was dabei, was ihr vielleicht selber habt und auch was dazu sagen könnt. Oder wo ihr euch denkt so, wow, okay, wenn du jetzt nochmal sagst, dass du es gut findest, dann kaufe ich es mir vielleicht auch. Also vielleicht konnte ich euch irgendwie hilfreich beratend tätig sein. Es kann sein, dass ich irgendwie eine Sache vergessen habe, die ihr total erwartet hätte oder so, dass die nochmal kommt, aber ich habe alles durchgeguckt und das waren wirklich so die Produkte, die ich nach bestem Wissen und Gewissen jetzt für 2020 auch weiterempfehlen kann und die ich weiterhin auch gern nutzen werde. In meinem nächsten Video gibt es dann meine Pflegefavoriten. Letztes Jahr hatte ich ja da so ein Naturkosmetik-Favoriten-Video gemacht, aber es gibt bald wieder eine Naturkosmetik-Review, deswegen denke ich, passt es so. Da sind aber auch Naturkosmetik-Sachen natürlich dabei und ja, das war's soweit. Ich werde mir jetzt hier meine Swatches abwaschen gehen. Ich wünsche euch jetzt nochmal einen ganz guten Rutsch. Ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr gut, gesund, glücklich und fit wieder. Und ja, ich bedanke mich für eure Treue dieses Jahr auf meinem Kanal. Und ich hoffe, es geht 2020 so weiter. Es wird ein aufregendes Jahr, nicht nur auf YouTube, sondern generell für mich. Aber ja, ich freue mich, wenn ihr auch weiterhin mit dabei seid hier auf meinem Kanal. Und jetzt verabschiede ich mich und wünsche euch nochmal, glaube ich, zum 5. Mal jetzt einen guten Rutsch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.